Pizza auf dem Gasgrill, das ist ein Traum. Das kann ich euch sagen, das ist ein Traum. Wer schon mal auf Kohle Pizza gemacht hat, der weiß, wie geil Pizza auf dem Grill ist. Aber auf dem Gasgrill, wenn man mehrere Pizzas macht, man hat halt hier einfacher mit der Temperatur, die bleibt immer gleich. Was ich einstelle, das bleibt da. Da habe ich hier volle Bulle, ja, volle Bulle, halbe Bulle. Macht 230 Grad und da drin habe ich den Stein, der heizt gerade auf. Hier sind die Pizzas, ganz normal Hefeteigpizza, ja, und jeder hat sich seine belegt, wie er es möchte. Sardellen, Thunfisch, verschiedene Käse, ja, Parmesan, Gouda und so weiter. Ja, Zwiebeln, Knoblauch, Chili und. Alles, was man so zu Hause hat, Tomaten, jeder, was er gern mag, das ist auf unsere Pizzas, ja, und die hauen wir jetzt da eine nach der anderen drauf. Hallo bei Holgers Grill. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte verstehen, mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Der Pizzastein ist jetzt aufgeheizt. Das heißt, ich mache ihn jetzt nur noch auf kleine Stufe. Umso heißer, umso dünkler wird der Boden. Deshalb von unten nur leichte Hitze und von außen volle Bulle. So, die erste Pizza. Wenn wir immer mehrere Pizzas machen, ich glaube, das meiste waren mal 12 Stück, wo ich machen musste. Wir haben auch 12 so Bleche. Da haben wir so Bleche. Das tun wir mit Öl bepinseln. Dann machen wir einen Teig drauf. Und dann belegen die 12 Personen ihre Pizzas, also heute sind es 4, ja, und dann liegen die alle hier, die ganzen Pizzas, eine nach der anderen, und dann lege ich die erst einmal mit dem Blech für 4-5 Minuten auf den heißen Stein. Wenn dann 4-5 Minuten vorbei sind, dann schauen wir mal rein. So, und jetzt kommt der Trick. Jetzt heben wir die Pizza runter. Vom Blech auf dem Haus Eisenstein und so wird die jetzt lecker knusprig. Oh ja! Das geht hier wie am Fließband, ja. Eine nach der anderen, die nächste kommt drauf. Die erste wird gerade gegessen. Dann holen wir die zweite Pizza vom Blech runter. Ja. Aber wenn man die auf dem Blech lässt, wird sie auf jeden Fall nicht knusprig. Das lasse ich nur zum Festwerden kurz auf dem Blech und dann heben wir die auf den Stein und dann werde ich richtig, richtig knusprig. Ich zeige es euch schon dann. Pizza Nummer 3, das ist so eine Sonderedition von meiner Frau. Da ist Ricotta drauf, Rucola drauf, Parmesan drauf und, Tomaten und. Also Frau Spezialpizza. So, drauf damit. Dann wollen wir mal meiner First Lady ihre Pizza vom Blech runterholen, damit die auch schön knusprig und knackig wird. Jawohl. So. Hervorragend. Perfekto. So schaut's aus. Also duften tut sie sehr gut. Pizza Nummer 4, die gehört mir. Da ist drauf, ja, sowieso die Blech mit Olivenöl eingeschmiert. Dann kommt der Teig drauf. Das Olivenöl gibt den Teig noch einmal einen extra Geschmack. Dann ist Tomatensauce, Käse, dann Salami, Schinken, Zwiebeln, Knoblauch, Thunfisch, sehr viel Sardellen, sehr, sehr viel Sardellen. Dann meine geräucherten Chiliflocken, die sehr, sehr scharf sind. Und dann noch einmal Käse. So, die hauen wir jetzt drauf. Das ist quasi die Männerpizza. So, drauf damit, Deckel zu. Und dann schauen wir gleich mal. Ja, dann schauen wir mal, was die Chefpizza macht. Oh ja. Die ist natürlich reichlich belegt.
Logisch. XXL-Belag. So, jawohl. Prima. Deckel zu. Und gleich ist sie fertig. In der kalten Jahreszeit, da stellt man einfach den Pizzateller oben drauf, ja, weil das ist hier sehr, sehr heiß, ja. Und dann wird der Teller quasi angewärmt. Und wenn man den dann runterhebt, natürlich mit Handschuh aufpassen, sonst verbrennt man sich die Finger, hebt man den runter, dann tut man die Pizza drauf und dann bleibt die Pizza schön lange warm. Prost! Ja, ich bin dafür. Wir schneiden jetzt am Ohr. Das ist die letzte Pizza. Das heißt, ich kann da gleich den Deckel offen lassen. Oh. Herrlich. So. Lecker, 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 lecker. Schaut mal. Also es knurpst eine mitten, ne? Der Teig ist wirklich richtig knusprig, dunkelbraun. Lecker Pizza. Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer, mache Abendessen. Sag dann jetzt erst einmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Holgers Grillen. Haut euch rein, macht's gut. Tschüss und Servus. Euer Holger.